So, einen schönen guten Tag oder besser gesagt Mahlzeit hier zur Mittagsstunde beim JFD Live Trading TV. Wir wollen den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar mal ein Stück weit näher betrachten, nachdem wir hier heute Morgen die Analyse zum Intraday-Tag herausbrachten. Und da ging es speziell darum, dass der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar am Freitag hier mit einem sehr, sehr exorbitant positiven Handelstag aufwartet. 76% ist aus meinem bisherigen Verständnis ein Rekordwert, der hier tatsächlich zu Buche schlägt. Das heißt, in 76% der Fälle während der letzten 52 Handelswoche beendete der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, auch Loonie genannt, den Handelstag positiv. Das heißt natürlich nicht, dass er jetzt hier jedes Mal eine enorme Performance aufwies. Wir sahen hier zum Beispiel in der Handelswoche vom 8.6. bis 12.6. lediglich 67 Pips. Aber im Schnitt haben wir hier während der letzten 12 Wochen immerhin 109 Pips am Tag gesehen und auch die durchschnittliche Range beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar liegt im Bereich der 90 Pips, also insofern ist ein Stück was noch zu erwarten, denn aktuell sind wir bislang nur 36 Pips gelaufen. Neben der Wochenstatistik zeigt auch hier die Intraday-Fuzzy-Logik nach oben, also es deutet sich auch hier eine weitere Performance an, bevor es dann am Nachmittag wieder schwächer nach unten gehen könnte. Das muss sich erstmal zeigen, aber die Tendenz ist grundsätzlich erstmal positiv. Hier der Stundenchart der heutigen Morgenanalyse. Aktuell tut es sich immer noch ein Stück weit schwer, nach oben auszubrechen, aber ich sage mal, die Tendenzen sind schon ganz positiv. Was hier unten auch zu sehen ist, ist das extrem positive Pattern auf Tagesbasis, vor dem Hintergrund, dass wir hier in den vergangenen 15 Jahren eine Häufigkeit von 426 Pattern hatten, die heute an einem Tag, wo solch ein Pattern auftauchte, diese in knapp 73% der Fälle zum Erfolg führten und das führte wiederum im Schnitt zu einer Performance von 0,57%. Also extrem gute Daten zu einem extrem guten statistischen Wochentag und mitsamt dieses hier sich darstellenden Dreiecks hier auf Stundenbasis erweckt der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar ein hochinteressantes Setup, was hier eben oberhalb des heutigen Pivot Points bei 1,2448, 1,23, da ein kleiner Bug drin, 1,2348, hier weiteres Potenzial nach oben erlaubt, in Richtung dann eben 1,24 plus. Und die durchschnittliche Range besagt hier, dass wir Niveaus von 1,24, 16, 17, 18 sehen könnten. Ich rufe das direkt mal hier im Live-Chart auf, das Ganze. Da sehen wir hier 1,24, 16 ist sozusagen nach der Average True Range das heutige High, wenngleich hier Niveaus um 1,24, 40 auch durchaus interessant erscheinen könnten, sofern wir hier nach oben ausbrechen. Die Tendenz bislang hier auch im 15 Minuten und Stundenchart ist gut. Das heißt, wir haben hier einen Aufwärtstrend zu sehen. Können wir auch per Parallelprojektion ein Stück weit fixen. Und wenn das Ganze jetzt hier nach oben rauszieht, dann könnte es eine Art Trendbeschleunigung geben, die letztlich hier das Ganze noch weiter antreibt. Wichtig eben, dass wir hier nicht mehr unter den heutigen Pivot Point fallen, der hier nicht bei 1,2448 liegt, sondern 1,2348. Wenn wir hier runtergehen, sehen Sie auch, hätten wir den kurzfristigen Aufwärtstrend gebrochen und dann wäre das Setup sicherlich passé. Aber grundsätzlich mit den jüngsten Impulsen ist das Trendmomentum positiv. Wir haben, wie gesagt, 36 Pips gerade erst zurückgelegt vom Opening, die Asia-Range nach oben verlassen und im Sinne des bullischen Wochentags müsste sich hier diese Candlestick-Kerze, die wir hier sehen auf Tagesbasis, wie sie denn in Erscheinung tritt, eigentlich weiter aufbauen und insofern verspricht sich hier durchaus weiteres Potenzial. Man achte eben, wie gesagt, jetzt hier auf den Daily Pivot Point. So tief sollte das Währungspaar nicht mehr zurücksetzen. Interessant auch, dass wir gerade am Vorwochenhoch notieren. Wenn es gelingt, jetzt sich hier nochmal drüber abzusetzen, dann hat man natürlich sicherlich die Chancen, dass es dann hier einen Impuls gibt, der hier zum gestrigen Tageshoch führt. Das wäre hier zu finden, vor Tageshoch. Und dann hätten wir hier in jedem Falle schon mal Preise im Bereich 1,24 zu erwarten. Und genau das ist eben hier die Mindestannahme, dass aufgrund dessen, wenn wir uns jetzt hier weiter den Trend nach oben fortsetzen in seiner Erscheinung, das Preis sich praktisch hier nach oben weiter fortsetzt, die Preisaufwertung, dann hat der US-Dollar hier gute Chancen, das Vortageshoch zu attackieren. Und dann ist es auch nicht mehr allzu viel, die Average True Range Schrägstrich, das FTSE Schrägstrich Vector High zu attackieren. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne, spannende Situation. Und das Währungspaar erweckt hier den Eindruck, eben vor dem Hintergrund des bullischen Momentums, dass hier noch einiges nach oben aufsteht. Also wie gesagt, sieht sehr interessant aus. Für alle die noch nicht reingekommen sind, könnte man hier theoretische Pullbacks kaufen. Das Trendmomentum ist, wie gesagt, positiv. Die Tagesstatistik spricht auch dafür. Was will man denn dann eigentlich mehr? Schauen wir uns hier nochmal gerade die aktuelle FTSE-Vektorlogik im Update an.
Auch hier tickert der Chart natürlich real mit. Und das heißt hier, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, gerade gehen wir mal einen größeren Zoom. Hier Aufwärtsimpuls, Abwärtsimpuls wurde gar nicht so stark vollzogen. Der letzte Aufwärtsimpuls ist jetzt hier auch direkt im Lauf. Und man darf davon ausgehen, dass jetzt hier eigentlich unmittelbar bis zu den Nachmittagsstunden hier eine starke Aufwertung Einzug hält, die hier eben rein nach der Fuzzy-Vektor-Logik auf Intraday-Basis, also hier der Algorithmus der Saisonalität und eben hier die vergangenen statistischen Tendenzen der Preisverläufe auswertet, der deutet hier auch auf einen Lauf bis 1,24 Minimum hin. Also hier ist noch was zu erwarten vom aktuellen Niveau aus, sollte der Preis im Sinne dessen, dass wir hier das Vorwochen hoch überschreiten, hier weiter abgehen. Jetzt sehen wir gerade einen leichten Rücksetzer, der sollte wie gesagt nicht zu tief ausfallen. Hier nochmal durch die Trendlinie symbolisiert. Pivot Point bietet hier dann praktisch nochmal ein schönes Unterstützungslevel. Da, wenn es denn überhaupt zu tief geht, sollte der Preis sich wieder fangen und nach oben drehen. Denn wenn wir hier unter dem Pivot Point nochmal absacken, hier nochmal in diese Asia-Range reingehen, dann kann es sehr schnell in Richtung des Open Prices der heutigen Nacht gehen, 1,2331. Und dann wäre im Worst Case auch das Vortagestief nochmal interessant. Und eben dann auch durchaus, wenn wir die Average True Range nach unten fortführen, hier dann auch Niveaus unterhalb von 1,23 denkbar. Also, Tendenzen sind gut, Aussichten sind gut, passt eigentlich alles ins Bild, doch bekanntlich soll man niemals nie sagen, es kann sich hier immer noch alles schlagartig wenden. Man beachte auch hier nur Griechenland, das hat zwar jetzt weniger Einfluss direkt auf den amerikanischen Raum in Form des US-Dollars und des kanadischen Dollars, aber Reaktionen können hier immer überraschend auftauchen. Insofern nie alles natürlich auf eine Karte setzen, immer geregeltes Money and Risk Management und ein Trade ist keiner. Es kommt immer darauf an, was man die Masse sieht und da sollte man dann schon in die Tendenz von 500 bis 1000 Trades gehen. Also nicht übergewichten. Jetzt sehen wir, wie gesagt, gerade einen sehr, sehr schönen, interessanten Rücklauf. Das bietet sich förmlich an, um hier gegebenenfalls noch aufzuspringen. Man bedenke aber, wenn er eben hier zu tief zurücksetzt, dann sind auch die Gefahren eines Ausbruchs nach unten gegeben und dann stellt sich das Bild wieder gleich in einem ganz anderen Licht dar. Also, das wäre es für den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar gewesen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann schalten Sie doch wieder ein. Immer am Tag 2 bis 3 Mal JFD Live Trading TV oder aber natürlich das morgendliche JFD Devisenradar um 9:30 Uhr. Ich sage erstmal bis dahin, beste Grüße und Tschüss, Ihr Christian Kämmerer.